Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Samstag, der 13. das Glücksorakel. Ja, meine Lieben, 13 ist meine Glückszahl, deswegen mache ich immer am 13. ein Video, das angelegt ist am Freitag, den 13. Natürlich ist der 13. nicht immer ein Freitag, deswegen ist es heute Samstag, der 13. Und die Intention hinter diesen Readings ist, dass ich gerne erfragen möchte, welche glückliche Fügung könnte uns passieren oder welche vorwärtsbringenden Energien stehen uns gerade zur Verfügung. Jetzt muss ich aber sagen, dass die Skorpionzeit, und in der befinden wir uns gerade, tatsächlich gar nicht so eine starke Vorwärtstendenz hat. Also sie hat eine sehr große Veränderungs- und Transformationstendenz, aber definitiv, und das wird den meisten von euch so gehen, nehme ich mal an, spielt die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eben in der Skorpionzeit eine Rolle. Und ich habe hier schon mal drei Karten aus meinem Deck springen lassen, die hervorragend zu dieser Energie passen. Ich habe zwar noch keine genaue Geschichte dazu, aber hier fielen raus die zwei Schwerter, die 10 Stäbe und das Rad des Schicksals. Als das Rad des Schicksals gerade rausflog, habe ich gedacht, ah, okay, das Glück zeigt sich hier schon mal. Das ist Jupiter-Energie, Rad des Schicksals, und Jupiter ist der Herrscher von Schütze und wir treten ja nach der Skorpionzeit in die Schützezeit ein. Deswegen habe ich so das Gefühl, es geht hier wirklich darum, mit den zwei Schwertern und den 10 Stäben die Chance zu nutzen, die uns die Skorpionzeit jedes Jahr gibt, die sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, Blockaden zu lösen, Ängste loszulassen, Zweifel loszulassen, festgefahrene Situationen hinter sich zu lassen. Die 10 Stäbe sehe ich tatsächlich in den Legungen, die ich gerade mache, sehr oft, und ich nehme fast immer für die Hauptenergie dieses Kartendeck, das ist das Light Seers Tarot. Und sie packt hier immer so ihre Sachen. Und ich habe das Gefühl, wir haben eine Chance, wirklich wieder in Bewegung zu kommen oder unserem Schicksal entgegenzulaufen. Aber ich glaube, die Chance, die wir jetzt gerade haben und am Ende des Tages, auch wenn es schwierig ist und auch wenn es sich ungemütlich anfühlt, ist diese Skorpionzeit eine Chance des Loslassens, eine Chance des Leichterwerdens. Sie ist hier wieder ganz leicht. Deswegen, wir schauen jetzt mal, was hier rauskommt. So oder so gilt, meine Lieben, natürlich nimm dir aus dieser Legung nur mit, was dir in deiner Situation hilfreich erscheint. Wenn du direkt das Gefühl hast, nee, das passt überhaupt nicht auf die Energie, in der ich mich befinde, oder das ist nicht meine Geschichte, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist die Botschaft für irgendjemand anderen bestimmt. Genau, dann wollte ich euch noch ganz kurz sagen, morgen geht es auch wieder weiter mit den Sternzeichen. Ich habe das nicht vergessen, die letzten Tage war nur bisschen was los in meinem Leben, deswegen, na, ab morgen kommen auch die Sternzeichen-Readings zu The Lesson wieder. So, jetzt schauen wir mal, meine Lieben, jetzt schauen wir mal. Ich möchte ein Moonology Oracle als erstes mal noch dazu haben. Liebes Universum, eine Botschaft hier zum Glücksorakel. You and your loved ones are safe. Also du und die Menschen, die dir wichtig sind, sind sicher. Okay. Das ist so ein bisschen die Energie, die ich hier wahrnehme. Mach dir keine Sorgen, auch vor allem für diejenigen, wo es vielleicht wirklich um Neuanfangsenergie geht. Na, 10 Stäbe heißt loslassen, Neuanfangsenergie. Ich sag jetzt mal, wenn da Kinder im Spiel sind oder auch wenn du keine Loved Ones hast für deine Entscheidungen. Ich habe das Gefühl, irgendwie einen neuen Weg einzuschlagen. Das Universum unterstützt dich dabei. Ist auch, das ist der Neumond in Krebs. Krebs ist so
Inneres Kind ist aber auch natürlich Familie. Also vielleicht gibt es für euch, für manche von euch darum, eine Beziehung oder eine Ehe zu verlassen, was du bisher nicht gemacht hast, deiner Kinder zuliebe oder ein Jobwechsel, wo du Angst hattest, dass oder wo du Angst hast, dass das für dich die falsche Entscheidung wäre. Also irgendwie, egal welchen Weg du hier einschlagen sollst oder egal welcher Weg dir gezeigt wird, das klären wir ja alles gleich nochmal ab. Aber ich habe das Gefühl, du bist unterstützt, ne? Das Schicksal, deine Spirit Guides sind mit dir. Eine Karte noch. Ordnung schaffen. Okay. Interessant. Interessant, mein Lieben. Also da geht es definitiv um das hier, ne, ums Aufräumen. Ich schaue jetzt mal ganz kurz. Okay, ich weiß noch nicht so genau, meine Lieben, um was für ein Thema es hier geht. Und die Botschaften zwischen Liebe und Job und allem anderen sind so ein bisschen unterschiedlich. Deswegen, wir klären jetzt erstmal ein bisschen ab. Dann hoffentlich bekommen wir eine klarere Storyline. So. Erstes möchte ich natürlich gerne wissen, warum du in den Zwillingen. Meine Lieben, da ist die Skorpionenenergie. Die Veränderung. Ne? Es ist wirklich. Wir haben die Chance zur Veränderung, wirklich, ne? Gerade mit dem Rad des Schicksals. Wir haben die Chance, in eine ganz neue Energie zu kommen, in eine ganz neue Richtung zu kommen. Aber wir müssen irgendwie einen Zustand verlassen. Wir müssen vielleicht eine Angst überwinden, gerade mit diesem You and your loved ones are safe, ne? Diese Angst vor der Veränderung, dass danach alles schlechter ist oder dass es einem danach nicht mehr so gut geht oder, ne? Das sehe ich hier. Die zwei Schwerter. Warum? Ja, die Kraft, der Mut. Wow, okay. Meine Lieben, die Liebenden und die Kraft. Ich muss sagen, bei den Liebenden geht es für mich auch, oder ne, ein Schlagwort zu den Liebenden ist Entscheidungen. Die zwei Schwerter sind genau die gegenteilige Energie. Da ist man so hin und her gerissen, da hat man manchmal, ne, so ein Vogel wie hier in dieser Karte, der einen in diese Richtung zieht, dann hat man wieder Gedanken, die einen in diese Richtung ziehen. Also vielleicht den Mut für Entscheidungen, vielleicht auch den Mut tatsächlich, ne, die 10 Stäbe, muss ich wirklich sagen, eine Beziehung zu verlassen oder jemanden loszulassen. Die Kraft. Irgendwas aufzuräumen, was nicht mehr stimmig ist. Die 10 Stäbe. Meine Lieben, hier fallen Karten, die ich wirklich in vielen Legungen sehe. Die 4 Kelche. Ich weiß nicht, wo, ich nehme dich auf dieser 4 Kelche-Energie wahr. Ich weiß nicht, wo du hinschaust, wo du zurückschaust, wo du vielleicht auf irgendjemanden wartest, wo du vielleicht in einer Situation bleibst, die in gewisser Weise irgendwie eine Vergangenheit für dich ist, aber sie ist irgendwie nicht mehr stimmig. Ne? Ich habe das Gefühl, das ist die Chance. Ne? Das ist die glückliche Fügung, die Skorpionzeit dir bietet, einen neuen Weg einzuschlagen, wo dann schicksalshafte Dinge passieren, wo du wieder in Bewegung kommst, wo vielleicht auch wirklich das Glück auf dich wartet. Aber ich habe das Gefühl, dass deine Gedanken noch irgendwo sind. Und ich muss auch wirklich sagen, jetzt mit den Liebenden, ich glaube schon, dass es für sehr viele hier irgendwie um Beziehungen oder Familie geht. Ja, das einfach nicht mehr stimmt, ne, mit dieser Ordnung schaffen. Das kostet diese Entscheidung, vor die du hier gestellt wirst, die kostet dich offensichtlich eine Menge Mut oder eine Löwe-Energie. Das ist auch so eine
anpacken, Energie, da, dann muss ich, ne, dann muss ich wirklich viel machen oder dann muss ich mich auf mich selbst verlassen oder ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, ne, das sind ja die Klärungskarten zu den zwei Schwertern, du bist hier in irgendeiner zwischenmenschlichen Verbindung gefangen, die du jetzt hinter dir lassen könntest. Ich hätte gerne noch eine Karte hier zum Rat des Schicksals. Ja, der König der Münzen. Der König der Münzen kann definitiv ein Ehemann sein, kann auch ein Chef sein, ne? Kann irgendwas mit, ne? Münzenergie ist immer so Zeitenergie, kann irgendwas sein, was lange in deinem Leben war, aber du hast dich möglicherweise verändert. Du hast dich weiterentwickelt. Du bist vielleicht auch wirklich mehr in deiner Kraft, aber das Außen, also da, vielleicht stimmt dein Außen noch nicht so richtig mit dem Innen überein. Ich hätte gerne noch eine Karte zum Rat des Schicksals. Die drei Münzen. Dir ein anderes Leben gestalten, aufbauen. Wow. Also, jetzt haben wir hier nochmal den, also, was heißt nochmal? Jetzt haben wir hier noch den Herrscher. Auch das kann ein Ehemann sein, auch das kann ein Vater sein, das kann ein Chef sein. Und ich muss wirklich sagen, diese inneren Kindthemen, diese Vaterthemen, die wir ja oder die viele von uns, also es können auch Mutterthemen sein, aber die viele von uns eben in ihren Beziehungsdynamiken widerspiegeln, die sehe ich hier. Was hier noch rausgefallen ist, meine Lieben, sind die vier Stäbe. Deswegen muss auch sagen, hier steht auch ein Kind. Vier Stäbe ist auch die Energie von Familie. Ich weiß nicht, in welcher Kiste du drin steckst. Du wirst es wissen. Wenn du hier in Resonanz gehst, wirst du es wissen. Ich habe aber das Gefühl, dass das, was du dir so für dein Leben vorgestellt hast oder was du dir jetzt für dein Leben vorstellst, sich mit dieser Person irgendwie nicht mehr verwirklichen lässt. Vielleicht hast du einen Kinderwunsch und diese Person hat keinen Kinderwunsch. Vielleicht, wie gesagt, bist du verheiratet. Und bist da aber überhaupt nicht mehr glücklich. Aber du bist da halt noch, weil Kinder im Spiel sind oder weil Finanzen im Spiel sind. Vielleicht bist du auch in einer Partnerschaft oder in einer Wunschpartnerschaft, in der einfach nichts vorwärts geht und du immer wieder mit vier Kelche, ne, immer wieder mit Ablehnung konfrontiert wirst. Denn wenn das dein Szenario ist, dann ist die Frage, wie oft willst du dich denn noch ablehnen lassen? Wie oft willst du das noch mit dir machen lassen, bis du aus eigener Kraft entscheidest, so etwas zu verlassen oder dir mehr wert zu sein? Ne? Zu sagen, hey, ich bin ein toller Mensch, ich bin eine tolle Frau, ein toller Mann, wie auch immer, ne? So Geschlechterkarten bitte immer neutral deuten. Ich habe verdient, dass ich glücklich bin. Schaut, wie glücklich die sind. Dass ich eine glückliche Beziehung führe. Das ist auch immer so die Energie von zu Hause, dass ich ein schönes Zuhause habe, ob jetzt im übertragenen Sinne oder im klassischen Sinne. Aber ich habe das Gefühl, es geht hier mit dem Rat des Schicksals darum, die Chance zu nutzen, dir deine Zukunft zu gestalten und nicht versuchen, die Vergangenheit zu retten oder die Vergangenheit zurückzubekommen, sondern den Weg, ne, wirklich hier mit dem Rat des Schicksals, den Weg zu gehen, den das Universum dir zeigt. Also ich nehm hier irgendwie wahr, dass du hoffst, dass etwas, was in deinem Leben ist oder war, sich wieder zeigt. Und ich sehe hier aber eher, weil sie ist hier auch alleine. Ich sehe hier, und sie auch, ne? Sie packt ihre Sachen und sie macht sich alleine auf diesen neuen Weg. Und auf diesem Weg wirst du neue Dinge finden, sage ich jetzt einfach mal so, wo du dir
eine Zukunft aufbauen kannst, wo du dir Beziehungen aufbauen kannst, wo du dir eine Familie aufbauen kannst, wenn das dein Wunsch ist. Ich weiß nicht, wo du bist, aber die Frau auf den zwei Schwertern, sie schaut zurück und ist da einfach blockiert. Die Frau auf den vier Kelchen blickt zurück und ist enttäuscht und fühlt sich abgelehnt und ist irgendwie, für mich wirkt die auch immer so ein bisschen einsam oder so gelangweilt, einfach keine Lebensfreude mehr. Und deswegen glaube ich, ist hier wirklich der Hinweis, gerade auch mit dem Herrscher an der Unterseite des Decks, was das männliche Prinzip des Aktivwerdens ist. Vielleicht ist es deine Duty hier, jetzt in dieser Skorpionzeit aufzuräumen, Zukunftspläne zu schmieden und sie dann aber auch wirklich in die Tat umzusetzen, damit sich dieser universelle Plan für dein Leben eben auch erfüllen kann oder zeigen kann. Meine Lieben, und so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Also ich möchte natürlich wissen, was ist es hier in der Vergangenheit? Ich nehme es sehr stark wahr, dass es Liebesbeziehungen sind, dass es Wunschpartnerschaften sind, dass es Seelenpartnerschaften sind, wo man das Gefühl hat, der Bestimmung hatte, aber die Bestimmung hat sich bisher nie so verwirklicht, wie man sich das vorstellt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier wirklich um langfristige Partnerschaften geht, die einfach ihre Dynamik verändert haben, ihre Energie verändert haben. Deswegen, ich möchte gern wissen, was ist die Vergangenheit? Ich möchte definitiv noch ein bisschen mehr zu diesem Loslassprozess wissen, der wirklich diese Skorpionenergie aufgreift, aber auch wissen, was danach kommt, ne? Diese Schützezeit, was kommt, wenn du diesen Schritt wagst, des Ordnungsschaffen? Was kommt, wenn du loslässt und aufräumst und sagst, okay, ich öffne mich für das, was vor mir liegt und versuche nicht die ganze Zeit zurückzuschauen? Das sind so die Fragen, die ich in diesem Extended Reading abklären werde, meine Lieben. Und dann schaue ich einfach, was da für eine Botschaft rauskommt. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, wenn du hier in Resonanz gegangen bist, dann weißt du genau, was dich in der Vergangenheit hält. Dann weißt du genau, von wem du dich abgelehnt fühlst oder was dich einfach nicht mehr lebendig fühlen lässt, wo du einfach da hockst, so gelangweilt oder ja, mit diesem Gefühl der Ablehnung in dir. Du wirst wissen, was das ist. Die Sache ist die. Willst du an einem Gedanken, zwei Schwerter, willst du an einem Gedanken festhalten, der dich nicht vorwärts kommen lässt? Oder willst du, oder was heißt willst du, oder vertraust du dem Schicksal, dem Universum und öffnest dich für das, was vor dir liegt? Denn ich habe das Gefühl, in dem Moment, in dem du dich dafür, für diesen Weg, der vor dir liegt, öffnet, wird sich auch sehr viel glückliche, ne? Neue Energie zeigen, neue Aufgaben, neue Menschen, die in dein Leben kommen, mit denen man sich was aufbauen kann. Und meine Lieben, so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.